Ich begrüße euch zurück hier in den nordigen Kelten von Oros. Hallöchen. Und wir sehen direkt ein Wendy-Ereignis direkt vor unserem Lagerfeuer. Da können wir nicht lange warten. Raubtiere, das ist gar nicht gut. Hör auf, Bärchen. Hör auf damit. Hör auf damit. Hör. Aua. Nicht beißen. Autsch. Okay. Okay. Ganz blöde Idee. Das war eine zweihändige Keule. Habt ihr das gesehen? Okay, wir haben das Ereignis aber abgeschlossen. War jetzt alles mal wieder improvisiert? Ihr greift keinen Mammut an, oder? Seid ihr so verrückt, einen Mammut anzugreifen? Ja, ich möchte aber lieber wieder meine kleine Keule haben. Die wirft sich deutlich flinker und schneller. Bevölkerung 117. Ja, es wird und wird und wird. Und damit übrigens willkommen zurück hier bei Far Cry. Es ist wirklich... man hat keine Zeit... mal durchzuschnaufen. Ich würde ganz gerne hier die Aufgabe starten als nächstes. Was haben wir denn hier? Stammeskonflikt vernichten. Schwer. Na super. Oder wir machen erst den Schnee... Ja, der Außenposten, der liegt eigentlich besser. Machen wir erst den Außenposten und dann können wir hier so rum hier hingehen. Machen wir es so. Ja, ihr merkt schon, es wartet einiges auf uns. Und vor allen Dingen der Außenboss wird wieder lustig. Wird wieder lustig. Da! Ja. So oder so ähnlich feiert man hier bei den Venya einen Sieg gegen die... Das war mal heldenhaft, oder? Sie haben sich gegenseitig erledigt. Hier, nimm. Bevor der Bär wegrollt. Komm her, komm. Okay, wir haben ihn im Rollen geplündert. Oh oh, unser Speer brennt. So. Oh Mann, oh Mann. Na komm, Kätzchen, wir haben einen Außenposten zu erobern. Und oh, hier die Pfade sehen schon klasse aus, oder? Ah, es wird wärmer. Ich glaube, wir sind gleich da. Also, wärmer im Sinne von, wir sind gleich da. Hier haben die Udam definitiv überall ihre Warnmäler aufgebaut. Das ist sehr interessant. Ich höre sehr gruselige Geräusche. Boah. Boah, das sieht recht anspruchsvoll aus. Bist du runtergefallen, gestorben und kommst jetzt... Interessante Position. Interessante Position. Das ist nicht mal eine gute Tarnung. So. Super spontane Idee. Also, wir nutzen natürlich zuallererst die Tatsache, dass wir noch unentdeckt sind und markieren uns die Gegner. Schon recht viele, oder? So, den haben wir sogar richtig schön unter den Stein geschoben. Meine Idee ist die hier. Den eh nicht.
Wir müssen uns jetzt irgendwie herumschleichen. Also das Ganze aggressiv zu machen, dürfte kaum funktionieren. Okay. Hör auf. Gefiederter Freund. Ja, kann man so sagen. Oh, oh. Unser Hornträger ist noch so ein Problem. Fähigkeiten, 4 Punkte. Ich würde gerne die Eule verbessern. Die ist momentan unglaublich nützlich. Stachelbomben, hm? Schneller verfügbar. Stachelbomben, Reichweite erhöht. Stachelbomben. Oh Mann, Tensei, du verrückter Irrer. So. Oh nein. Glück gehabt. Noch sind sie unwissend und dumm. Wisst ihr, was ich meine? Sobald wir jetzt... Oh oh. Hallo Freundchen. Das war's. War's. Boah, war das gut. Boah, das war richtig gut, Leute. Schneeschwalder, Außenposten. Kein Alarm ausgelöst. 1250 Erfahrungspunkte. Als Bonus obendrauf. Also, das war ja mal beispielhaft, oder? 2030. Angefangen mit dem Befreien des Wolfes bis hin hier am Ende mit dem Takedown des Bläsers. War es echt super. Da könnt ihr euch nicht beschweren. Ton nehmen. Notton mal 3. Aber schon ein verdammt großes Außenlager hier. Wie der Wind hier aber auch pfeift. Ach, seht man, jetzt die Übergangszone, oder? Tatsächlich. Oh Gott, der arme Wolf. Er war doch noch so jung. So, nehmen wir mit. Und hier in diesem... Ihr seht das. Viel... Aua, au, au, au. Viel primitivere Hütten, als es bei den Isida der Fall war. Finde ich unglaublich interessant. Nordton hätte ich gerne.
Und wir können das herstellen. Große Keule, Stufe 2. Perfekt. Hier brauchen wir auch irgendwo für einen Nordton, oder? Hier, Nordton. Schade, 2 Nordton fehlen. Fähigkeiten, ja, die sparen wir erstmal. Seht mal. Das ist mal eine brachiale Keule, oder? So, soll uns sagen, noch das näher ansehen? Ich denke schon, oder? Ach man, armes Wölfchen. Erstmal ausnehmen. Etwas Fleisch können wir, glaube ich, nicht gebrauchen, oder? Oh, Fleisch schadet nie. Taschen voll, trotzdem mitnehmen. Also wie gesagt, die Isida haben viel, viel fortschrittliche Röten. Das fällt mir direkt auf. So, jetzt sind wir hier. Jetzt könnten wir, wie gesagt, perfekt hier rum. Oh Mann. Wo gehen wir lang? Es ist einfach zu viel. Ich würde eigentlich gerne hier hin, dann hier rum zum Lagerfeuer und dann hier hin, weil dann haben wir hier die Aufgaben. Es ist so viel. Das Bollwerk machen wir auf jeden Fall nicht. Wir gehen mal dahin. Vielleicht ist es ja eine Aufgabe, die sowieso in einer ganz anderen Ecke ist, aber die Aufgabe nehmen wir auf jeden Fall schon mal an. So. Punkt. Und die nördlichen Regionen sind echt der Wahnsinn. So. Okay. Und dann hier einmal den Bergpfad lang. Also, ich denke mal, das war mit eines der etwas schwierigeren Lager. Vielleicht sogar eines der schwierigsten, wenn wir uns nur auf die Udan beziehen. Aber dafür hat es ganz gut funktioniert, oder? In der Ruhe liegt die Kraft, so scheint es zumindest. So. Es knarzt und knurzt hier überall. Wir bräuchten Nordton. Blut von Oros nehme ich auch gerne mit. Seltener Nordseder. Also wir finden tatsächlich viel häufiger die seltenen Zutaten. Ziegenhufspitzen. Da ist die Aufgabe. Aber hier war doch irgendwo, genau, ein Geistertotem. Was war das denn jetzt? Die Schneeverwehung sieht auch spitze aus. 4 von 12. So, Nordton. Hallo. Tusharsu. Uda Mamat Guanash. Sai Darfa Dahash. Charsh Malmashta. Machis Salwapa. Uda Guaras Trauma. Winja Mamat Salwa. Mashtar. Glück gehabt. Uah! Oh Gott. Damit habe ich nicht gerechnet. Alles unter Kontrolle. Hier, nimm. Da ist noch ein Wendia-Ereignis. Wir laufen mal schnell. Problem ist, dass hier so viele wilde Tiere sind. Oh nee, mein. Willkommen in der Freiheit.
Oh Gott, jetzt habe ich echt Angst. Wo ist die Aufgabe da? Na, seht mal. Trifft sich doch super. Ist jetzt sozusagen auf unserem Wege. Boah, jetzt kommt hier noch ein Schneesturm oder was? Das darf ja nicht wahr sein. Ich glaube, da unten haben wir Nordton, oder? Ja. Perfekt. Und damit können wir die Hütte vom Krieger weiter ausbauen. So. Blut von Oros und noch mehr Nordton. Boah, seht euch mal die... Mann, oh Mann, oh Mann. Wie das Wetter auch immer umschlägt. Dann haben wir da auch noch einen Ort. Jetzt könnten wir natürlich... Aha, dieses Armband. Aha, es ist so viel. Ich weiß gar nicht, was ich als nächstes machen soll. Dantiwehkügel. Freunde, fangt. Ist ja widerlich. Tja. Selbst schuld. Die haben hier auf jeden Fall Leichen hingeworfen. Hier. Ziemlich eklig. So, dann ist hier irgendwo ein Venja-Armband versteckt. Oh Gott. Ich dachte schon. Sie haben jetzt kein Armband. Da ist es. Tja, der hat den Sprung wohl nicht so gut überlebt. Das ist ja spitze. Meine Güte. Ja, jetzt ist die Frage, wie wir wieder rauskommen. Boah, es sieht schon spitze aus, oder? Also gegen die Präsentation kann man gar nichts sagen. Und hier kommen wir nach oben. Boah, seht euch mal den Lichteinfall an. Meine Güte. Ach so, ich verstehe schon. Von Seite zu Seite. Geht das? Boah. Nein! Ich lebe. Oh Gott, jetzt haben wir natürlich ein Problem. Jetzt ist es Nacht geworden. Ja, wir könnten schnell reisen, aber Leute. Wo ist denn hier? Oh. Okay. Frage beantwortet. Die Vernichtenaufgabe ist ganz in der Nähe. Ach, wir kommen hier sogar nach oben. Seht mal. Ich bin natürlich ganz bewusst hier lang gelaufen, weil ich wusste, dass das der Weg ist, den wir gesucht haben. Moment, es war Nordton. Da. Uäh. So. Na, seht mal. Weg gefunden. Will ich wissen, was das da für ein Lager ist? Eine Höhle.
gar kein Lager, wie es aussieht. Noch zwei bis zur nächsten Belohnung. Hier war aber noch eine Hand, seht mal. Da oben drauf. Okay, das klappt ja ganz gut mit den Händen. So. Na, komm her. So. Da würde ich sagen, machen wir noch ganz schnell die Vernichten-Aufgabe. Die ist ja sozusagen ein Katzensprüngchen entfernt. Und dann soll es aber auch gewesen sein. Wir müssen uns da bald auch tatsächlich mal wieder einigen, der etwas... Ja, der Weg bis hier ist ja so gut wie freigelegt. Seht mal. Und auch zu Karosch. Hier sind ja nur diese extrem vielen Nebenaufgaben, die ich auf jeden Fall auch alle machen möchte. Es tut mir leid, aber ich kann nicht anders. Es macht zu viel Spaß. Oh. Überall diese Totems, total verstörend. Seht mal. Überall. Also da scheinen die Udam eine Schwäche für zu besitzen. Oh Mann. Erneut ein Lager niederbrennen. Na, das kann ja was werden. Was ich echt klasse finde, ist, dass es sich hier diese... Dass es sich hier auf mehreren Ebenen abspielt. Wisst ihr, was ich meine? Das Lagerfeuer nehmen wir mit. Dann haben wir hier einen Wiedereinstiegspunkt. Das Ganze spielt sich auf mehreren Ebenen ab, wodurch ich permanent das Gefühl habe... Hoch, runter... Drüber, drunter... Ich komme ja schon. Ich darf ja wohl noch das Lagerfeuer holen, ja? So. Wie gesagt, ich habe das Gefühl, als würde sich das ganze Spiel auf diesen mehreren Ebenen abspielen. Beispielsweise hier auf den Klippen. Unter den Klippen. Ja, Hilfe! Danke. Was war's denn jetzt? Dann eben so. So. Oh oh. Da kommt eine kleine Racheaktion. Ah, macht ihr nur, was ihr wollt. Ich brenne euer Lager trotzdem nieder. Robustes Kerlchen. Thank you.
So sollte es eigentlich gewesen sein. Autsch. War es das? So. Okay, entkomme aus dem Gebiet. Wir plündern nochmal ganz schnell ein bisschen. Die Höhle durchsuchen wir dann später. Unser Bär hat aber ganze Arbeit geleistet, oder wir haben nicht ansatzweise so viele getötet. Unser Bär spielt noch ein bisschen. So, ich würde sagen, das reicht aber auch. So, und weg hier. Oh, was ist denn jetzt hier los? So. Stammeskonflikt vernichten, Erfolg. Feines Bärchen, hier, hast du dir verdient. Wie schön, dass die hier auch mit Schnee bedeckt sind. Echt super gemacht. So. Tja, das haben wir geschafft. Dann würde ich sagen, beim nächsten Mal werden wir uns die Höhle ansehen, denn die haben wir noch nicht entdeckt. Und die ganzen Aufgaben hier machen. Meine Güte. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier mit Far Cry Primal. Ninja was dead.